Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom Let's Play For The People. Dieses Video, wie alle anderen Videos, auch stammen aus dem Twitch-Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Jeden Dienstag machen wir die Dienstagspolitik, wo wir verschiedene Computerspiele spielen und dabei über Politik quatschen. Kommt doch auch gerne auf Twitch vorbei, aber ansonsten fühlt euch auch eingeladen, einfach auf YouTube die Videos aus den Streams zu genießen. Erstmal viel Spaß mit der ersten Folge. Wir spielen For the People und wir steigen mit For the People ein und bei dir ist es auf den Radar gekommen, das Spiel, weil du was darüber gelesen hast, Romy. Ja, also das Ganze ging eigentlich damit los, dass wir beide uns darüber unterhalten haben, welche Spiele denn noch in Frage kommen würden für so ein Format, um über Politik zu reden. Und dann kristallisierte sich relativ schnell raus, worauf wir eigentlich keine Lust haben und worauf wir Lust haben. Und dann habe ich so ein bisschen rumgeguckt und bin dann schlussendlich bei For the People gelandet, weil das auch erst, ist ja auch erst in diesem Jahr rausgekommen. Und das erste Mal habe ich dann auch irgendwie vor 5-6 Wochen oder so davon gelesen. Naja, und auf jeden Fall fand ich es total spannend, sich zu überlegen, wie würde ich denn in so einer Situation reagieren, wenn ich funktionieren muss, um ein System zu erhalten, weil ich muss ja trotzdem irgendwie gucken, dass ich das ich in mir ein Leben ermögliche. Innerhalb des Systems. Ist der Mensch bleibt ja erstmal Mensch. Genau. Und schaut, wie er klarkommt. Ja, also das Spiel ist im Prinzip, das Spiel ist von russischen Entwicklern, die vorgehabt haben, quasi zu zeigen, wie es ist, in einem kommunistischen System Verantwortung zu haben. Und im Prinzip ist es ein Rollenspiel, beziehungsweise eine Visual Novel, könnte man sagen. Aber wir müssen auch die ganze Zeit quasi Dilemmata lösen und das ist, glaube ich, auch ein total tolles Szenario, um darüber zu quatschen, wie es ist, halt in einem anderen politischen System zu sein. Und ich bin schon gespannt. Ich gehe hier sehr, sehr blind rein. Ich habe es nur angespielt, also hier mit dem Spiel fortfahren. Ich habe es nur einmal gestartet, um sicher zu sein, dass das gut und vernünftig zu euch übertragen wird. Und ansonsten habe ich mir mal den Anfang von einem Let's Play angeguckt. So bin ich darüber gestolpert. Jemand hat das angespielt. Ich fand es irgendwie vom Stil her total ansprechend. Und als dann Romy mit dem Kontext um die Ecke kam, dachte ich mir so, ja, das ist eine Sache, die machen wir. Es ist im Moment auf Steam, kostet 15 Euro. Wenn ihr das auch haben wollt, tut es. Ich bin in keinster Weise daran beteiligt, an den Umsätzen oder so. Mir gefällt es einfach nur und wir gucken es uns jetzt gemeinsam an und werden es nehmen, um darüber zu diskutieren und über Politik zu sprechen. Und wir werden einiges, also ich werde relativ viel lesen und Romy und ich versuchen uns auch ein bisschen abzuwechseln und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Also, steigen wir mal ein in den Vorspann. Das Korvinische Imperium, das seinen Arbeiterstand ausbeutete, ist gefallen und gab den Menschen rund um die Welt, unabhängig von deren Geschlecht, Hautfarbe und Herkunft, die Chance auf eine bessere Zukunft. Ich hatte mal geglaubt, dass die ganze Welt uns folgen würde, doch der Traum einer weltweiten Revolution und einer leuchtenden Zukunft würde nicht Wirklichkeit werden. Wir waren allein. All die Jahre wurde die Union stets weise von der Allkommunen Arbeiterpartei geführt. Die letzten 20 Jahre wurde die Partei vom Genossen Joseph Steele geleitet, dem Generaldirektor der AKAP und Vorsitzenden des Obersten Rates der Union von Kommunen. Es war für alle überraschend, als er zum Jahrestag seiner Wahl während des 20. Parteitags die Ernennung des jungen und energetischen Reformators Genosse Guy Der zum Vorsitzenden des Allkommunen Exekutivkomitees bekannt gab.
Ich werde das Gesicht von Genosse Steele nie vergessen, der mich von einem Foto in einer Zeitung aus ansah. Es war, als würde er mir direkt in die Seele schauen. Damals schon spürten wir, dass es bald zu Veränderungen kommen würde, doch konnte ich nicht erraten, wie schnell wir in das Geschehen gezogen werden würden. Ich heiße Francis River. In diesem Jahr wurde ich 26 Jahre alt. Ich habe das Covington-Institut für Management und Nationalwirtschaft mit Auszeichnung absolviert, wonach ich der AKAP beitrat und in den letzten 3 Jahren ein aktives Mitglied in Altstadt war. Am Abend des 11. September klingelte unerwartet das Telefon. Es war ein Anruf aus dem Zentralkomitee der AKAP. Man hat mir mitgeteilt, dass ich im Zuge der Politik des neuen Kursels als würdiges Mitglied der AKAP und herausragender Absolvent des CIMN in das Programm der Personalrotation aufgenommen würde. So fand ich mich in Eisen 1 wieder. Eisen 1 wurde im Jahr 1888 unter dem Corvinischen Imperium unweit eines Wolframvorkommens gegründet. Damals hieß die Stadt Black Mount. Es war eine kleine Bergbausiedlung. Es ist bekannt, dass unsere glorreiche Orange-Revolution sie in eine moderne Industriestadt mit einer Bevölkerung von etwas weniger als 50.000 Menschen verwandelte. Fast die Hälfte von ihren waren Kenter. Der Rest bestand aus Corvinian. Ich wurde zum Vorsteher des Stadtkomitees ernannt. Ich war jetzt der Chef in diesem kleinen Ort. Heute stand der Einzug in mein neues Büro bevor. Montag, 12. September. Guten Morgen, Genosse River. Ich heiße Helen Rosie. Ich bin Ihre Sekretärin. Guten Morgen, Genossin Rosie. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Genosse River, verzeihen Sie meine Neugier. Genosse Leibowski verließ seinen Posten so unerwartet. Ich hatte kaum Zeit zu begreifen, was geschah. Wie ist es zustande gekommen, dass solch ein junger Leiter an der Spitze des Stadtkomitees steht? Also ich hoffe, dass ich nicht grob klinge. Alles in Ordnung, Genossin Rosie. Meine Ernennung hier ist Teil des neuen Kurses, der von der Partei eingeschlagen wurde. Generalsekretär Steele hat es wie folgt formuliert. Junge Anführer für das fortschrittliche System. Und Genosse Leibowski wurde als Zeichen für seinen ehrlichen langjährigen Dienst in den Ehrenruhestand geschickt. Okay, vieles. Sie können sich bei jeglichen Fragen an mich wenden. Ach ja, habe ich fast vergessen. Genosse Leibowski ist so plötzlich zurückgetreten, dass er es nicht geschafft hat, einige Fragen komplett zu klären. Sie können sich die Dokumente dieser Sache ansehen. Ich habe sie auf Ihrem Schreibtisch hinterlassen. Vielen Dank, Genossin Rosie. Ich denke, dass wir ein gutes Team sein werden. Da bin ich mir sicher. Ja, und das ist der Anfang von For the People. Ja, ihr seid ein gutes Team. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Dynamik zwischen den beiden noch weiterentwickelt. Ob sie wirklich ein gutes Team sind oder nicht. Ja, also okay. es gibt hier sehr, sehr viel. Ich muss noch Dinge fertigstellen. Es gibt hier eine Karte von unserem Bereich und so. Aber erstmal haben wir hier quasi Papiere. Das hier ist, wie gesagt, eine Graphic Novel, könnte man sagen, aber auch ein Rollenspiel, in dem man mit einigen Situationen konfrontiert wird. Und vieles davon müssen wir lesen. Aber ich finde es auch sehr, sehr spannend, wie die Geschichte sich entfaltet über diese Depeschen quasi oder kurze Mitteilungen, die kommen. Und hier sind wir jetzt schon in der Situation, dass wir unsere erste Entscheidung treffen müssen, nachdem ich das hier einfach mal gleich vorlese. Aber Romy, bitte? Ich würde noch, bevor wir hier in die Entscheidung gehen, noch mal kurz den Prozess, wie er überhaupt dazu gekommen ist, Bürgermeister zu sein, reflektieren wollen. Nur ganz kurz. Weil normalerweise bewirbt man sich. Es ist nicht so, dass einen der politische Führer anruft und sagt, übrigens, das ist jetzt dein neuer Job. Sowas funktioniert natürlich im kommunistischen System, weil es gar nicht anders geht. Du musst ja Menschen steuern, damit du die Jobs besetzen kannst.
Aber da wollte ich schon mal kurz den Unterschied zu einer Demokratie herausarbeiten. Aber unser Telefon klingelt. Ja, unser Telefon klingelt. Dann nehmen wir doch ich mal den Hörer ab. River ist immer erreichbar. Von Obis Chester, dem Polizeichef. Verbinden? Ja, seien Sie bitte so nett. Hallo Genosse River, ich bin Oberst John Chester, Leiter der Abteilung für Innere Sicherheit. Ich möchte Ihnen zu einer Nennung gratulieren. Vielen Dank, Genosse Chester. Schön, Sie kennenzulernen und vielen Dank für die Glückwünsche. Oh, Sie würden nicht glauben, wie froh ich bin. Leider wird die Freude ehrlich gesagt von einigen Arbeitsfragen getrübt, über die wir uns unterhalten sollten. Wäre es in Ordnung, wenn ich vielleicht übermorgen nach dem Mittagessen bei Ihnen vorbeischaue? So, und jetzt haben wir hier die erste Entscheidung. Natürlich, ich empfange Sie gern. Ich fürchte, dass mein Vorgänger mir einige ungelöste Aufgaben hinterlassen hat, doch plane ich einen Tag der offenen Tür am 15. September. Können Sie an diesem Tag nicht vorbeikommen? Ich würde jetzt mal sagen, ich empfange ihn gern. Wir wollen doch nicht, also ich meine, wir haben zwar einiges an Arbeit, aber bevor ich mich in Papierkram verrenne, möchte ich auch erst die Menschen kennenlernen, mit denen ich zusammenarbeite. Ja, und das ist wahrscheinlich ein bisschen entspannter im direkten Gespräch, als wenn man da so einen Tag der offenen Tür hat, wo alle möglichen Leute da sind. Natürlich empfange ich Sie sehr gerne. Damit würde ich jetzt als erstes weitermachen. Ein großartiger Beginn der Zusammenarbeit. Bis bald, Genosse River. So. Oh. Es geht hier Schlag auf Schlag. Aber das Klingeln hörst du jetzt, Romy? Das Klingeln höre ich. Und es ist das Parteitelefon. Ja. Das ist ein kleiner Schreibfehler. Leider des Stadtkomitees von Eisen 1. Ich denke, das sollte Leiter heißen. Francis River am Apparat. Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Francis River am Apparat. Ausgezeichnet, Frank. Hier ist Rayan. Rayan! Ich habe nicht erwartet, dich zu hören. Dann noch über ein Parteitelefon. Erkläre ich alles. Ich bin jetzt Major, Leiter der politischen Abteilung dieser Stadt. Ich rufe über diese Leitung an, da sie sicher ist. Ich freue mich, dass ich mit einem alten Freund arbeiten kann. Wozu brauchen wir eine sichere Linie? Danke. Veränderungen bringen immer Probleme mit sich. Die Union verändert sich jetzt schnell, manche sorgen sogar zu schnell. Die Situation ist sehr schwierig. Ich bin mir aber sicher, dass wir beide erfolgreich daran arbeiten werden. Nicht immer nach den Regeln natürlich, aber es gibt schließlich meine Sache. Kurz gesagt, ich würde morgen bei dir vorbeischauen. Sprechen wir über die Einzelheiten ohne ungewollte Augen und Ohren. Ja, etwas laut. Die Musik. Die ich übrigens inzwischen auch höre. Ah. Diese Musik zählt zu den Geräuschen. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil es das Parteitelefon ist. So, dann in Ordnung, komm ein wenig früher. Ich benachrichtige meine Sekretärin, damit man dich ohne Wartezeit durchlässt. Gut, ich leite dich an meine Sekretärin weiter. Sie schreibt dich zu einer freien Uhrzeit auf. Ich habe viel zu tun. Einen alten Kollegen, würde ich doch sagen, den empfangen wir früher, oder? Ich bin auch für früher. Allerdings möchte ich jetzt nur schon mal wieder zwei Punkte anmerken. Das eine ist, dass der Typ auf einer sicheren Leitung anruft, was bedeutet, dass die Hauptleitung definitiv überwacht wird und man nicht frei sprechen kann. Also so Meinungsäußerung geht also nicht. Und dass sie dort versuchen, ohne sich an Regeln zu halten, irgendwelche Dinge zu regeln, von denen wir noch nicht wissen, welche es sind. Ja. Und das wollte ich eigentlich nur sagen. Und ansonsten, ja, man kann ihn ohne Wartezeit durchlassen. Ja, genau, würde ich auch sagen. In Ordnung, komm ein wenig früher. Ich benachrichtige meine Sekretärin, damit man dich ohne Wartezeit durchlässt. Richtig verstanden, Frank. Bis morgen, mein Freund. Es war gut, von dir zu hören. Mein Gott. Ach. Wir kommen überhaupt nicht dazu, den Papierstapel abzuarbeiten. Genosse River, es tut mir leid wegen der Ablenkung. Die Sekretärin des Stadtkomitees, Genossin Sarah Chester, hat ein Dossier mit herausragenden Personen aus Eisen 1 zusammengestellt. Es könnte für Sie nützlich sein. Legen Sie die Mappe auf den Tisch. Ich möchte mich noch für Ihre Hilfe in dieser Sache bedanken. Vielen Dank.
Kommen Sie schon, Genosse River. Meine Aufgabe ist es, Ihnen zu helfen. Der Arbeitstag ist ohnehin beinahe vorbei und bis morgen brauche ich wohl keine Hilfe mehr. Mein Gewissen lässt mich Sie nicht weiter zurückhalten. Sie können gehen. Vielen Dank, Genosse River. In diesem Fall bis morgen. Bis morgen, Genossin Rosie. Okay, lesen Sie das Dossier über bedeutende Einwohner von Eisen 1. Wollen wir das Dossier lesen oder wollen wir jetzt mal uns den Sachen hier widmen? Ich überlege gerade, bisher war es immer so, dass wenn wir irgendwas von diesen Sachen gemacht haben, dann kam immer gleich wieder das Nächste und wir kamen nicht dazu, diese Dossiers ab, diese Dinge da aufzuarbeiten. Ich weiß nicht, wonach ist dir? Ich finde hier mit, dann können wir immer noch, vielleicht kommt hier was da drin vor, aber ich bin jetzt irgendwie, da haben wir zuerst draufgeklickt und dann wollte ich noch was erklären und dann ging es schon weiter. Ich glaube, wir sollten hier weitermachen. Gut, dann machen wir das. Also, wir haben hier drei Schreiben, die wir von unserem Vorgänger Lebowski, Genossen Lebowski, quasi vererbt bekommen haben. Das sind Briefe, die sich an ihn richten. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genosse Lebowski. Sehr geehrter Genosse Lebowski, ich schreibe an Sie, da ich nicht weiß, wie man noch deswegen schreiben kann. Ich arbeite beim Transportdienst als Fahrer. Kürzlich wurde mir neuer Wohnraum zugeteilt, weil ich geheiratet habe. Stellen Sie sich meine Überraschung vor, als ich beim Kennenlernen der Nachbarn feststellte, dass bei allen übrigen Bewohnern meiner Etage gute Lampen hängen. Die Nachbarn sagen, dass alle schon von den Bauarbeitern angebracht wurden und bei uns sind immer noch nackte Glühbirnen. Die gleiche Geschichte mit den Wandschränken. Alle haben welche, wir nicht. Das ist besonders unerfreulich, wenn man bedenkt, wie schwer in unserer Zeit Möbel von guter Qualität zu beschaffen sind. Natürlich habe ich versucht, etwas zu unternehmen. Über die munizipalen Dienste möchte ich gar nicht sprechen. Und bei der Miliz erklärten sie, dass, wenn beim Einzug keine Lampen vorhanden waren, auch kein Diebstahl stattgefunden hat. Nun hoffe ich nur auf Ihre Hilfe. Mit freundlichen Grüßen, Genosse William Pirson, Adresse Gunther-Meinhardt-Straße 32, Wohnung 11. So, die Entscheidungen beeinflussen die Beziehungen mit der Partei und den Bewohnern der Stadt. Also entweder der Diebstahl ist offensichtlich, man muss den Menschen helfen und wir geben dafür 1000 unseres Budgets aus. Wir haben, ich würde sagen, das sind 43. Ich weiß nicht, was okay. Also ich würde sagen, es sind nicht 430, sondern 43. Das heißt also, 1000 sind schon oder sind es 430? Ich bin mir nicht sicher. Aber 1000 ist halt schon nicht wenig. Der Diebstahl ist offensichtlich, man muss dem Menschen helfen, oder wo sind die Beweise? Ohne Beweise keine Schuld. Diese beiden Optionen haben wir, um hierauf zu antworten. Ich finde das schwierig. Darum geht es in dem Spiel, glaube ich. Dass man genau wieder immer darüber stolpert. Also so mein Instinkt sagt, lasst uns den Leuten helfen. Allerdings, wenn sich jetzt dieser Bürgermeister um jede Lampe oder um jeden Wandschrank in jeder der Wohnungen kümmert, wären wir ja gar nicht mehr fertig. Dann kriegen wir ja eine Beschwerde nach der anderen. Und so richtig wissen wir ja gar nicht, ob das jetzt so ist und warum die anderen das haben und er nicht. Und ja, vielleicht. Mir fehlen die Beweise. Okay. Ich bin hier total hin und her gerissen. Ich würde auf der Habenseite für ihn verbuchen. Er hat schon viel versucht und ist letztendlich beim Leiter des Stadtkomitees gelandet mit seinem Schreiben. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese Forderungen, die er hat, gerechtfertigt sind. Das stimmt. Und an der Stelle muss ich sagen, wo sind die Beweise? Ja, also wo sind die Beweise? Eine weitere Familie ist jetzt vom System enttäuscht, dass die Menschen in gleichgültigen Rädchen des Betriebes verwandelt. Vergessen Sie nicht, dass Sie eine Person dieses Systems sind. Okay, haben wir was gelernt? Mhm. Das haben wir gemacht. Kommen wir zum nächsten. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genosse Lebowski.
In der letzten Zeit wurde es in unserer kleinen Wohnung unter der Anschrift Harry Brave Straße 6 etwas unkomfortabler. Nicht nur mein Mann und ich, sondern auch die übrigen Bewohner des Hofes haben bemerkt, dass die Straßen nun ständig verschmutzt sind und überall verrottender Müll herumliegt. Wir haben so etwas in den anderen Bezirken nicht bemerkt. Deswegen scheint uns, dass ausgerechnet bei uns die Straßen schlechter gereinigt werden. Ich wusste nicht, an welchen munizipalen Dienst ich mich wenden sollte. Deswegen habe ich meine Beschwerde direkt an Sie geschickt. Ich hoffe, Sie helfen, unseren Bezirk wieder sauberer zu machen. Man muss sich damit auseinandersetzen und es kostet uns 1000. Was habe ich damit zu tun? Sollen Sie sich selbst um die Reinigung kümmern? Argument anders, weil es geht um den öffentlichen Raum. Wenn der verdreckt ist, sind ja viel mehr Leute davon betroffen und kriegen schlechte Laune. Insofern würde ich wahrscheinlich hier eher auf, man muss sich damit auseinandersetzen. Dann klicken wir mal darauf und achten hier drauf, ob es tatsächlich 430 sind oder 43. Ich habe das soweit auch noch nie ausprobiert. Ah ja, okay, also 1000 ist nicht so ein harter Einschlag. Aufgrund des Versehens eines studentischen Praktikanten gibt es jetzt in dem Stadtteil des Genossen Holst weniger Straßenfeger. Jemand in der Multizipalität hat einen Verweis erhalten. Oh, okay. So gibt es da weniger Straßenfeger. Das heißt, die Frau, die sich an uns gewandt hat, muss jetzt damit leben, dass es weniger Straßenfeger gibt? Nee, das ist quasi der Auslöser gewesen. Aufgrund eines Versehens eines studentischen Praktikanten gab es weniger Straßenfeger. Ah. Und jetzt hat jemand einen Verweis erhalten, weil wir was dagegen getan haben. Okay, also das heißt, wenn wir eine Entscheidung treffen, wie wir müssen uns damit auseinandersetzen, heißt das in der Endkonsequenz, dass irgendwer anders dann in dem Fall einen Verweis hat. Ja, also anscheinend. Also dieser einfache Klick kann in alle möglichen Richtungen Auswirkungen haben. Also bisher ist es ja auch blind. Wir sind neu in dem Job und wir kriegen jetzt immer so ein kleines Feedback anscheinend, was dadurch passiert ist. Man muss es halt so ein bisschen, ich würde sagen, wir machen gerade Fahren auf Sicht. Bisher haben wir noch kein System dahinter gesehen. Da geht es uns wie ihm, also dem neuen Stelleninhaber. Ja, genau. Okay, und das Dritte. An den sehr geehrten Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Lebowski. Ich schreibe Ihnen nicht das erste Mal. Der Kern meiner Beschwerde besteht darin, dass eine Etage über meinem Wohnraum an der Anschriftstraße des orangenen Banners Haus 14, Wohnung 42 ständig unerklärliche Geräusche zu vernehmen sind. Ich bin Veteran des Bürgerkrieges und Held der sozialistischen Arbeit, habe 50 Jahre im Werk gearbeitet und habe eine Verdienstmedaille. Kann ich in diesem Fall etwa nicht einen ruhigen Lebensabend beanspruchen, Genosse Lebowski? Bitte kümmern Sie sich schnellstmöglich um die Geräuschemacher und Vandalen in meinem Haus. Ich danke Ihnen im Voraus. Hochachtungsvoll, Alesta Shallow. Okay, wir haben drei Möglichkeiten. Der alte Mann hat sie nicht mehr alle. Da muss nichts unternommen werden. Zweitens, man muss überprüfen, was in seinem Haus vor sich geht. Wir schicken jemanden von der Municipalität. Oder drittens, wir schicken die AIS zur Aufklärung. Er hat ja nicht grundlos an das Stadtoberhaupt geschrieben. Ich weiß nicht, was AIS ist, aber ich würde sagen, das ist sowas wie Geheimdienst oder sowas. Ja, und die Munizipalität wird wahrscheinlich irgendwie quasi die Kommunalbehörden sein. Tendiere zu dem hier. Also ich schwanke zwischen den beiden, muss ich gestehen. Ich schwanke auch zwischen den beiden. Bei dem oberen denke ich gerade noch so, naja, wenn wir uns jetzt nicht drum kümmern und der ist ja irgendwie so ein Verdienstmedaillenträger und keine Ahnung, wen der alles kennt. Insofern wäre ich jetzt auch gerade für die zweite Variante. Ja, weil die ist relativ mild. Das stimmt. Und im Horst, die merkt gerade im Chat an, dass er nicht mit Genosse oder Genossin, also in dem Fall mit Genosse unterzeichnet hat, sondern nur mit seinem Namen. Mit der Parteizugehörigkeit. Das heißt also, dass der möglicherweise kein Genosse von uns ist. Ja, weiß ich nicht, ob das ein Hinweis darauf ist, dass wir diesen AIS hinschicken sollten. Ich bin immer noch für die Municipalität.
Wir könnten natürlich auch sagen, wir können direkt mal harte Maßnahmen in der gleich zu Anfang ausloten, um zu gucken, was passiert, wie die Konsequenzen sind. Ich würde erst mal ganz langsam und ruhig ins Spiel starten wollen und nicht gleich die Sicherheitsbehörden losschicken. Okay. Das heißt, wir pendeln uns hierauf ein? Ja. Okay. Die Mitarbeiter der munizipalen Dienste haben keine Vandalen und Geräuschemacher im Haus entdeckt. Die Befragung der Nachbarn hat ebenfalls keinen Hinweis auf verdächtige Personen ergeben. Offensichtlich waren sie Einbildung des alten Herren. Okay, gut, dass wir keinen Geheimdienst hingeschickt haben. So, das waren die drei Dinge, die wir zu tun hatten. So, hier können wir nochmal kurz drüber. Anscheinend haben wir drei Bezirke. Bei einer schlechten Einstellung der Einwohner des Bezirks zum Stadtkomitee beginnen öffentliche Unruhen, starke Unzufriedenheit, endet in einem Aufstand. Aber die Prozente sagen mir Verhältnis der Einwohner zum Stadtkomitee. Also Bergleutebezirk sind uns nicht sehr wohlgesonnen. Und hier haben wir Einstellung der Partei zu ihrer Tätigkeit. Bei zu niedrigen Werten wird die Partei daran denken, sie auszutauschen. Und hier haben wir Budget, Menge der finanziellen Mittel zu ihrer Verfügung. 428, okay. Na, dann haben wir jetzt erstmal das abgearbeitet, was von unserem Vorgänger noch da war. Der Tag ist beendet, Sie können nach Hause gehen. Wir lesen das Dossier noch. Ja. Über die bedeutenden Einwohner von Eisenach. Oberstleutnant Silvester Bayer, Vorsitzender des Brandschutzkomitees von Eisen 1. Unverheiratet, keine Kinder. Adresse, ich hoffe, wir müssen uns die nicht merken. Zusatzinformation, kein Parteimitglied. Strafe wegen geringfügigen Rauditums in den Schüler- und Studentenjahren vollständig durch gemeinnützige Arbeit gesühnt, selbstloser und pflichtbewusster Mensch, praktisch mit seiner Arbeit verheiratet, hat zahlreiche Menschen gerettet, hat das eigene Leben bei Bränden aller Brandstufen riskiert, dreimal für Medaillen vorgeschlagen, aber wegen der nicht makellosen Vergangenheit und ungeklärter Abstammung nicht ausgezeichnet. Oberstleutnant Silvester Bayer, Brandschutzkomitee, okay. Interessant. Dann Karl Beckott oder Beckott, Chefarzt des ersten städtischen Krankenhauses von Eisen 1, ist verheiratet mit der Oberschwester des ersten städtischen Krankenhauses von Eisen 1 und Sarah Chester, Sekretärin des Stadtkomitees von Eisen 1, Neville Beckott, Mitarbeiter einer Abteilung des Komitees der Volksbildung. Aber das ist nicht unsere Sekretärin. Und Zusatzinformation, Parteimitglied seit 1960, keine Vorstrafen, ausgezeichnet mit vielen Urkunden für Verdienste, im medizinischen Bereich Mitglied der freiwilligen Patrouillen von Eisen 1, nicht versetzt in die Gebietspoliklinik Altstadt aufgrund des Gesundheitszustandes, hat eine Behinderung. Okay. Oh Mann, das sind viele, die wir hier haben. Dann gehen wir sie mal durch. Na, ich meine, die Akte wird da liegen bleiben. Das heißt, wir können sie immer wieder konsultieren. Oberst John Chester, Leiter der AIS für Eisen 1. Also AIS ist die Polizei oder der Geheimdienst? Ich würde sagen die Polizei, ja. Verheiratet mit Sarah Chester. Das ist die Tochter von dem Arzt. Ja. Ja. Und Parteimitglied seit 1969, keine Vorstrafen, Tapferkeitsorden zweiter Stufe vom 14.09.1975. Für eine Lebensrettung im Dienst, ausgezeichnete Leitungskraft und vorbildlicher Familienmensch. Empfehlung für den Dienst in der politischen Abteilung. Okay. Dann Jack Reed. Vorsitzender der Gewerkschaft des Klaus Wolfram Hüttenwerks, unverheiratet, kein Parteimitglied, keine Vorstrafen, war Verdächtiger im Fall der
Arbeiterorganisation im Untergrund. Die Anklage konnte keine ausreichenden Beweise finden. Okay. Interessant. Jack Chester ist Direktor des Klaus-Wolfram-Hüttenwerks. Was war er? Er war Vorsitzender der Gewerkschaft des Klaus-Wolfram-Hüttenwerks. Okay. Und er hier ist Direktor des Klaus-Wolfram-Hüttenwerks. Er ist verheiratet. Sein Sohn ist John Chester, der Leiter der AIS. Parteimitglied seit 1956, keine Vorstrafen, ausgezeichnete Leitungskraft, Ehrenwerktätiger von Eisen 1, verdiente Leitungskraft der GOVK, beliebt bei seinen Mitarbeitern. Das ist schön. Jen Kippler, okay, berühmter Vater, Vorsitzende des Stadtkomitees für Lebensunterhalt. Familienstand geschiedener Ehemann. Parteimitglied seit 1964, keine Vorstrafen. Unter ihrer Leitung wurde das Städtische Komitee für Bauwesen zum Städtischen Komitee für Lebensunterhalt reformiert. Zuständigkeit und Finanzierung der Behörde wurden erweitert. Okay, sie ist eine Karrierefrau in der Partei, ganz offensichtlich. Und wir haben noch zwei. Sarah Chester, geborene Backhock. Okay. Ist die Tochter vom Chefarzt unseres städtischen Krankenhauses. Sekretärin. Und die Schwiegertochter von dem Vorsitzenden von dem Hüttenwerk. Oh ja. Und ihr Mann ist der Chef vom AIS. Alles klar. Und Sekretärin des Stadtkomitees von Eisen 1. Interessant. Parteimitglied seit 1980, keine Vorstrafen. Redigiert die Wochenzeitung Eiserner Bote, ausgezeichnete und pflichtbewusste Mitarbeiterin. Die Zusammenhänge sind krass. Das ist ja nicht mal Familienunternehmen. Ja. Ja, also das ist, die Hintergrundgeschichte ist schon, ich bin froh, dass ihr dabei seid. Also, dass du mit dabei bist, Romy, aber dass auch der Chat dabei ist. Ich sehe schon, da werden, die Zusammenhänge. Passt gut auf, ihr müsst mir aus der Patsche helfen. So, Oberst Mark Wintersday. Oh, sein Vater ist ein Verräter. Art der Beschäftigung, Kommandeur des 11. motorisierten Schützenregiments, quartierbezogen in der Nähe von Eisen 1. Kein Parteimitglied, keine Vorstrafen, dient ungeachtet der nicht makellosen Abstimmung selbstlos der GOVK. Hat sich während des Wehrdienstes ausgezeichnet und zahlreiche Empfehlungen erhalten. Ist das erste Kind, das in der Stadt Eisen 1 geboren wurde. Hat die Versetzung in andere Einheiten mit Beförderung abgelehnt. Besucht den militärpatriotischen Club Erinnerung. Okay. Es ist echt spannend, mit welchen Begriffen hier auch gearbeitet wird. Also es geht darum, wer wann, wie, wo als Verräter gekennzeichnet wurde. In dem Fall war es sein Vater, weil er wahrscheinlich gegen dieses totalitäre System gekämpft hat, bevor es an die Macht kam. Wenn ich ihn als Verräter des unterdrückten Arbeitervolkes, ergibt sich mir so, es wird über die Blutlinie gesprochen oder über die Abstammung. Das ist schon nochmal eine andere Nummer, als wenn wir über Demokratie und Volk als oberstes Entscheidungsorgan quasi oder Volk als Grundlage von Demokratie denken. Also der Ton ist auf jeden Fall ein krass anderer, besonders, dass wir Dossiers bekommen über die wichtigen Persönlichkeiten. Ja, und dann können wir noch froh sein, dass wir nicht noch erfahren, wann sie mit wem zu Mittag gegessen haben oder eine Affäre in der Jugend hatten. Vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht kommt das noch, ja. Das war es erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!